Schönen Sonntag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Arbe Lounge. Heute beleuchten wir ein Thema, das uns alle eigentlich schon seit geraumer Zeit und nicht erst seit der Teuerungskrise enorm beschäftigt und worunter Millionen von Menschen in Österreich, aber speziell auch in Wien, massiv zu leiden haben, nämlich dem Thema der explodierenden Mietpreise. Daher freut es mich heute ganz besonders, Elke Hanel-Torsch, Vorsitzende von der Mietervereinigung Wien, bei uns begrüßen zu dürfen. Hallo, vielen Dank fürs Kommen. Hallo, sehr gerne. Ja, wir haben wirklich heute einiges zu besprechen. Vielen Menschen da draußen steht ja das Wasser sprichwörtlich bis zum Hals. Die Mieten explodieren förmlich schon seit Jahren und Wohnen ist kaum noch leistbar. Über die Gründe dafür und die möglichen Lösungsansätze plaudern wir in der nächsten Stunde. Die Mietpreisexplosion ist heute unser Thema in der Arbe Lounge und das bespreche ich jetzt mit unserem Gast Elke Hanel-Torsch von der Mietervereinigung. Bevor wir uns im Detail mit den Gründen für die derzeitige Mietpreismisere beschäftigen, können Sie uns vielleicht zuallererst erklären, was denn so das allgemeine Aufgabengebiet der Mietervereinigung ist? Ja, wir als Mietervereinigung beraten und vertreten unsere Mitglieder in allen wohnrechtlichen Angelegenheiten, sprich wir überprüfen Mietverträge, ob der Hauptmietzins korrekt berechnet worden ist, wir können Betriebskosten überprüfen, wir können Erhaltungsarbeiten durchsetzen etc. Wir beraten und vertreten aber auch Wohnungseigentümerinnen, die die Wohnung selbst nutzen, also nicht in ihrer Eigenschaft als Vermieterinnen, aber es kann natürlich sein, wenn ich Wohnungseigentümerin bin, dass ich auch Probleme habe mit der Hausverwaltung und auch da sind wir zuständig. Und der zweite große Aufgabenbereich von uns ist es natürlich auch, Forderungen an die Politik zu stellen, damit das Wohnen in Zukunft wieder leistbar wird. Sie haben vorhin auch die Betriebskostenabrechnung angesprochen und da hätte ich gleich einmal eine private Frage. Ich habe wie viele Österreicherinnen und Österreicher neben der doch recht saftigen Mieterhöhung vor kurzem auch eine Betriebskostenabrechnung bekommen. Grundsätzlich jetzt nichts Aufregendes, hier finden sich alle bekannten Posten, die zu den Betriebskosten dazugehören, Müllentsorgung, Wasserreinigung etc. Unter anderem aber auch die Servicekosten für den Lift. Jetzt muss man aber wissen, dass ich zum Beispiel im Erdgeschoss wohne und den Lift nicht nutzen kann, weil wohin soll ich damit fahren? Ja? Bin ich verpflichtet, diesen Posten tatsächlich zu bezahlen oder habe ich irgendeine Möglichkeit? Also Sie müssten das dann bezahlen, wenn Sie mit dem Lift irgendeine Gemeinschaftseinrichtung erreichen könnten, wie zum Beispiel eine Waschküche, die sich irgendwo befindet, ja, dann müssten Sie sich an den Kosten beteiligen. Wenn das nicht möglich ist, das heißt, der Lift nirgends sonst hinfährt, außer zu anderen Wohnungen, dann kann man ansuchen, dass man von den Betriebskosten befreit wird für den Lift. Ja. Sollte das die Hausverwaltung nicht freiwillig machen, kann man auch einen Antrag bei der Schlichtungsstelle beziehungsweise beim zuständigen Bezirks Gericht auch einbringen. Sehr interessant. Ich habe mich jetzt auch einmal schriftlich an die Hausverwaltung gewendet. Es hat geheißen, es wird evaluiert. Ja, bin schon gespannt, was da rauskommt. Und bei uns geht es gleich weiter mit der Teuerung und dem Mietpreiswahnsinn. Willkommen zurück an diesem Sonntagvormittag in der Arbe Lounge. Bei mir zu Gast heute Frau Elke Hanel-Torsch von der Mietervereinigung. Das Thema liegt ganz klar auf der Hand, die Explosion der Mietpreise. Die sind nicht erst seit der Teuerungswelle so unglaublich hoch, allerdings gerade dramatisch am Steigen, sodass sich bis zu 450.000 Menschen das Wohnen speziell in Wien kaum noch leisten können. Wie konnte es Ihrer Meinung nach denn überhaupt so weit kommen? Naja, wir beobachten ja schon in den letzten Jahren, dass die Mietpreise doppelt so stark steigen wie die Einkommen und da kann man sich dann leicht ausmalen, dass sich das dann irgendwann nicht mehr ausgeht. Und dann befinden wir uns jetzt in einer Zeit der Krisen. Zuerst die Corona-Krise, wo viele ihren Job verloren haben oder in Kurzarbeit geschickt worden sind, war schon für viele eine enorme Herausforderung, die Miete weiter zu bezahlen. Und jetzt kommt natürlich noch der Krieg in der Ukraine dazu, die steigende Inflation. Und das hat dazu beigetragen, die Miete ist ja an die Inflation gekoppelt, dass die Mietpreise im vergangenen Jahr sehr, sehr stark angestiegen sind und auch heuer, sofern keine Mietpreisbremse eingezogen wird, wieder steigen werden. Und viele wissen einfach nicht mehr, wie sie den nächsten Mietzins bezahlen sollen. Viele haben auch Angst, dass sie die Wohnung tatsächlich verlieren werden. Also es ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Situation. Aber es gäbe auch Maßnahmen, wie man dagegen vorgehen könnte. Darauf kommen wir sowieso noch zu sprechen. Es sind also multiple Krisen und klare auch Versäumnisse auf politischer Seite mit dabei. Das hilft jetzt Hunderttausenden von Menschen, die gerade jetzt von Erhöhungen und Teuerungen betroffen sind, im Moment leider recht wenig. Was können Sie den Betroffenen raten, die die Miete tatsächlich nicht sagen können? Was sollen die tun?
Also zunächst können Sie einmal Ihren Hauptmietzins überprüfen lassen und auch die Wertsicherungen, ob das überhaupt korrekt berechnet worden ist. Ja, dafür wären wir zuständig. Wenn man den Mietzins noch überprüfen kann, also das heißt bei unbefristeten Verträgen 3 Jahre ab Mietvertragsabschluss, bei befristeten 6 Monate nach Ablauf der Befristung immer noch Zeit, ja, kann man schauen, ist überhaupt die ursprüngliche Vereinbarung korrekt berechnet. In ganz, ganz vielen Fällen zahlen die Mieterinnen und Mieter von Anfang an zu viel. Ja, das können wir dann auch zurückfordern. Wenn das nicht möglich ist, gibt es die Möglichkeit, sich an den Wohnschirm zu wenden. Da kann man auch um Unterstützung ansuchen und da rate ich wirklich allen auch hinzugehen, weil das Wichtigste in der Situation ist, ist auf alle Fälle die Wohnung zu erhalten. Also ganz klar, unbedingt rasch handeln und nicht bis zum letzten Drücker warten, etwa wenn die Delogierung zum Beispiel schon vor der Tür steht. Ja, die Mietervereinigung kann hier also auch Hilfestellung leisten. Insgesamt ist es aber trotzdem für uns alle eine schwere Zeit. Wie geht's weiter? Wie schlimm wird das alles noch? Darüber sprechen wir gleich. Die horrenden Mietpreise und die Teuerung sind heute Thema in der Arbe Lounge und zu Gast bei mir nach wie vor Elke Hanel-Torsch von der Mietervereinigung Wien. Jetzt haben wir schon über die Gründe der Mietpreisexplosion gesprochen, beziehungsweise darüber, was die vielen hunderttausend Menschen, die betroffen sind, jetzt tun können. Jetzt nehme ich an, dass auch die Mietervereinigung die allgemeine Immobilienlage derzeit genau beobachtet. Es entstehen ja Gott sei Dank auch recht viele Wohnungen derzeit auch in Wien, was durchaus positiv zu bewerten ist. Allerdings stellen sich jetzt auch sehr viele Menschen berechtigterweise die Frage, wie das alles weitergeht. Wie sieht denn die Mietervereinigung die derzeitige Lage? Wie wird sich denn der Immobilienmarkt Ihrer Meinung nach noch weiterentwickeln? Die Lage ist derzeit aus meiner Sicht sehr zugespitzt. Sie haben es angesprochen, es wird viel gebaut. Was gut ist, es bauen viele gemeinnützige Bauträgerinnen Wohnungen, das sind auch leistbare Wohnungen. Aber alles, was im frei finanzierten Bereich in den letzten Jahren neu gebaut worden ist, ist ein bisschen am Bedarf vorbeigegangen. Da sind sehr viele Luxuswohnungen gebaut worden, Vorsorgewohnungen, die dann auch ganz, ganz teuer weitervermietet werden. Und das geht am Sinn und Zweck vom leistbaren Wohnen vorbei. Daher wäre es notwendig, dass jetzt auch am Mietrechtsgesetz an sich gedreht wird, dass Schrauben gezogen werden. Das heißt, wir fordern ein Mietrecht für alle Mieterinnen und Mieter. Das Mietrecht ist ja derzeit sehr zersplittert, nur anwendbar auf Wohnungen, die vor 1945 errichtet worden sind, vereinfacht gesagt. Alles, was danach frei finanziert errichtet worden ist, da kann eigentlich der Vermieter, die Vermieterin an Mietzins verlangen, was sie möchte. Auch dort steigen natürlich die Mietpreise ins Unermessliche. Wir wollen eine Abschaffung der Befristungen, weil das sind eigentlich die höchsten Preistreiber. Man glaubt es nicht, aber es ist so, weil natürlich die Mieterinnen und Mieter immer auf eine Verlängerung hoffen und sich daher auch nicht zur Wehr setzen. Die lassen ihren Mietzins dann halt nicht überprüfen oder setzen Erhaltungsarbeiten nicht durch. Großes Problem. Wir wollen auch, dass die Lagezuschläge abgeschafft werden, gerade in Wien die höchsten Preistreiber auch beim Wohnen. Wir wollen eine Mietpreisobergrenze für die Wohnungen und jetzt akut die Mietpreisbremse. Die Mieten sollen aus unserer Sicht nicht um mehr als 2% pro Jahr steigen dürfen. Ja, das ist sehr viel, was auch gefordert wird. Positiv ist allerdings zumindest, dass vor kurzem auch endgültig die Maklergebühren für künftige Mieter abgeschafft wurden und jetzt halt das sogenannte Bestellerprinzip gilt. Was halten Sie davon? Naja, das war eine langjährige Forderung von uns, die jetzt umgesetzt wurde. Ist natürlich ein erster richtiger Schritt. Ganz glücklich sind wir nicht mit der Ausformulierung des Gesetzes, weil da noch einige Schlupflöcher drin enthalten sind. Mhm. Wir hätten uns gewünscht, eine Regelung nach deutschem Vorbild. Die haben das ganz gut gemacht. In Österreich gibt es natürlich zahlreiche Möglichkeiten, das doch dann wieder ein bisschen zu umgehen. Also das sollte man eigentlich noch schließen, aber ansonsten ist es ein guter Schritt und wurde auch lange von uns gefordert. Na immerhin, ein Schritt in die richtige Richtung. Bei den Mietverträgen ist aber auch noch viel Luft nach oben, was zuletzt auch die Arbeiterkammer Wien aufgedeckt hat. Und darüber sprechen wir gleich noch. Das ist die Arbe Lounge im Arbe Verkehrsradio am Sonntag zum Mittag. Wir sind fast am Ende unserer Sendung. 2 Themen haben wir aber noch, denn auch jene Menschen, die momentan auf Wohnungssuche sind, haben es alles andere als einfach, speziell was künftige Mietverträge angeht. Die Arbeiterkammer Wien hat letztens aufgedeckt, dass es in vielen Mietverträgen eine ganze Reihe an unzulässigen Klauseln gibt, wie dem Verbot des Ausmalens der eigenen 4 Wände bzw. das Anbohren der Fliesen im Badezimmer. Was kann man da Ihrer Meinung nach als Mieter überhaupt tun, beziehungsweise habe ich überhaupt eine Wahl?
Ja, es ist ein schwieriges Thema, weil wenn ich natürlich den Vermieter, die Vermieterin darauf aufmerksam mache, dass diese Klausel nicht zulässig ist, ist halt die Frage, ob ich dann die Wohnung tatsächlich bekomme oder eben nicht. Ja. Das Gute daran ist, der Vermieter, die Vermieterin kann sich auf eine solche Klausel nicht berufen. Ja. Die ist unzulässig. Das bedeutet, selbst wenn sie im Vertrag enthalten ist, wenn ich dann ausziehe, muss ich de facto nicht ausmalen. Diese Klausel ist ungültig. Und wie gesagt, man kann den Mietvertrag trotzdem unterschreiben. Schöner wäre es natürlich, wenn die Vermieterinnen und Vermieter gleich ordnungsgemäße Mietverträge erstellen würden und nicht dann einige Mieter, die sich vielleicht nicht so gut auskennen, dann doch dazu bewegen, auszumalen oder gewisse Dinge zu tun oder nicht zu tun, die sie eigentlich gar nicht müssten. Das heißt, welche Konsequenzen hätte denn zum Beispiel ein Vermieter, wenn er im Vorfeld so einen unter Anführungszeichen unzulässigen Vertrag vorlegt? Was kann ich dann machen? Ja, kann man eigentlich wenig machen. Ja. Also man kann einfach nur ihn darauf hinweisen, entweder unterschreiben oder nicht unterschreiben. Aber wie gesagt, wenn der Vermieter sich auf die Klausel berufen möchte, muss ich diese als Mieter, als Mieterin nicht erfüllen, weil sie eben, wie gesagt, ungültig ist. Das heißt, es kommt dann sowieso dazu, dass viele halt leider auch verzweifelt sind und dann im Endeffekt sich für die Wohnung entscheiden und halt das dann in Kauf nehmen. Ja, das ist leider richtig, weil natürlich die Mieterinnen und Mieter sind in einer Drucksituation. Ja. Der Wohnungsmarkt ist angespannt und das bedeutet natürlich, wenn ich dann eine Wohnung finde und der Vermieter und die Vermieterin schon bereit ist, sie an mich zu vermieten, ich dann vielleicht unter Umständen auch Klauseln akzeptiere, von denen ich weiß, dass sie ungültig sind. Aber wie gesagt, die haben dann keinerlei Konsequenz im Endeffekt für den Mieter, für die Mieterin, weil sie einfach rechtlich nicht zulässig sind. Ja, da muss sich also auch beim Mietrecht noch wirklich viel ändern. Da stellt auch die Mietervereinigung einige Forderungen. Welche genau das sind, das klären wir gleich in der letzten Gesprächsrunde. Willkommen zurück in der A-Belange mit dem heutigen Thema der Mietpreisexplosion und meinem heutigen Gast Elke Hanel-Torsch von der Mietervereinigung. Ja, wahnwitzige Mieten, undurchsichtiges Mietrecht und zweifelhafte Mietverträge. Viele Menschen sind verzweifelt und verlangen von der Politik Lösungen. Eine davon haben wir bereits gehört, das wäre die Mietpreisbremse und die ist dringend notwendig. Die ist wirklich dringend notwendig und andere europäische Länder haben es uns ja bereits vorgemacht. In Spanien, in Portugal, in Frankreich, in der Schweiz etc. gibt es überall Mietpreisbremsen und die Folge davon, auch die Inflation ist gesunken. Ja. In Österreich sind wir noch immer bei über 11%. In den anderen Ländern hat sich das natürlich schon ausgewirkt und auch die Inflation geht dadurch zurück und die Mieten sind dann auch wieder leistbarer geworden. Das heißt, auch für uns dringend notwendig. Und ich muss ehrlich sagen, ich verstehe nicht, warum die Politik da bis jetzt untätig ist, weil das Problem kennen wir nicht erst seit gestern, sondern wir weisen schon sehr, sehr lange darauf hin, dass das jetzt endlich notwendig ist. Und erst vor ein, zwei Wochen sind, glaube ich, überhaupt die Verhandlungen zwischen den Regierungsparteien in Gang gekommen, was ich eben sehr schade finde, weil, Sie haben es erwähnt, ganz, ganz viele Menschen in Österreich wissen einfach nicht mehr, wie sie die Miete bezahlen sollen. Ja, da scheint beim Thema Wohnen grundsätzlich einiges im Argen zu liegen. Welche Forderungen stellen Sie denn von Seiten der Mietervereinigung abseits der Mietpreisbremse an die Politik? So, wir fordern schon sehr, sehr lange ein Mietrecht für alle, weil es ist derzeit sehr zersplittert. Die mietrechtlichen Schutzbestimmungen, nämlich zur Gänze, das heißt auch die Mietzinsbildung, gelten nur für Wohnungen, die sich in einem Altbau befinden. Und das sind nur solche, die vor 1945 errichtet worden sind. Wir wollen hier eine Ausweitung, dass möglichst alle Mieterinnen geschützt sind. Wir wollen eine Abschaffung der befristeten Verträge. Wir wollen eine Durchforstung des Betriebskostenkataloges, weil wir eben nicht einsehen, warum die Mieterinnen die Grundsteuer zu bezahlen haben. Das ist eine Steuer, die mit Grund und Boden verbunden ist. Klassische Steuer auf Eigentum, zahlen müssen es aber die Mieterinnen und Mieter. Wir wollen, dass die Versicherungskosten gestrichen werden, weil versichert ist das Eigentum des Vermieters, der Vermieterin, zahlen tun die Mieterinnen und Mieter. Wir wollen klare Mietzinsobergrenzen und, was wir auch wollen, wir wollen Strafen für Vermieterinnen, die sich nicht an das Gesetz halten. Weil das gibt es derzeit auch nicht. Die Vermieterinnen können zu viel verlangen, bewusst zu viel verlangen und es passiert nichts. Sie müssen nur das zu viel Bezahlte zurückverlangen, wenn sich jemand wehrt. Aber eine Strafe gibt es nicht. Und wir kennen es ja aus anderen Bereichen. Wenn man zu schnell fährt, kriegt man eine Strafe und so weiter. Ja. Nur wenn man zu viel Miete verlangt und das permanent passiert, nichts. Also auch eine Forderung von uns, dass hier Strafen eingeführt werden. Und dieses Geld, was man dadurch lukrieren könnte, könnte man zum Beispiel in den sozialen Wohnbau investieren und so der Allgemeinheit auch wieder zurückgeben. Ja, sicher eine sehr sinnvolle Idee. Letzte Frage zum Schluss. Wie ist denn der derzeitige Stand der Verhandlungen da?
Ja, da ist man leider nicht sehr weit, ja, weil eine der beiden Regierungsparteien da halt vehement sich dagegen ausspricht, hier eine Reform des Mietrechtsgesetzes zugunsten der Mieterinnen und Mieter zu machen. Ich hoffe dennoch, dass sich noch was bewegt. Im Regierungsübereinkommen wäre es eigentlich ein Thema. Mhm. Ja, da ist auch drinnen, dass eine große Mietrechtsenquete stattfinden hätte sollen, wo alle Beteiligten, also Mieterschützerinnen und die Vermieterseite, sich einmal alle treffen und sagen, welche Maßnahmen wären denn möglich? Wir warten immer noch. Nächstes Jahr wird gewählt. Also ich hoffe, vielleicht geht es sich vorher noch aus. Ich bin immer zuversichtlich und ein positiver Mensch. Und die Mieterinnen und Mieter hätten sich verdient, dass sich da endlich was tut. Absolut, das ist ein tolles Schlusswort. Wir hoffen natürlich, dass einige oder am besten gleich so viele wie möglich dieser Forderungen Gehör finden. Bis dahin werden wir wohl leider Gottes durchhalten müssen. Wir wünschen der Mietervereinigung dabei im Sinne der Österreicherinnen und Österreicher natürlich alles Gute und viel Erfolg bei der Umsetzung oder der Forderung der Umsetzung dieser Maßnahmen. Frau Hanel Torsch, vielen Dank für Ihren Besuch und schönen Sonntag noch. Sehr danke für die Einladung und Ihnen auch einen schönen Sonntag.